Und in dem anderen Raum war eine Feier. So gewaltig, wie ich noch nie in meinem Leben eine Feier gesehen habe. Und rundherum waren lauter Saunabänk. Da sind so untersetzt, die Männer gesessen. Mit Goldkettel, Siegelring, so einer Wampen. Und sehnige Frauen mit blonde Dallas-Frisuren, braun gebrannt und Falten auf der Brust. Und wie der Teufel gekommen ist, haben sie gesagt, Lotze, noch eins Legerwitzaufguss herst. Es wird Temperatur sein, in der Brotersauna haben wir mehr geschwitzt. Und der Teufel hat mit dem Handtuch gewachelt. Und es war ein ganz schwacher Applaus. Und dann kommt der Teufel her zu mir und sagt, ich sage Ihnen, es ist die Hölle. Vorige Woche bin ich dreimal mit Kreislaufkollaps zusammengebrochen. Dann machen sie dreckige Herrenwitze über meinen Schwanz. Ich als Intellektueller kann mir die ganze Zeit mit diesem proleten Scheißverein da abgeben. Kein einziger kritischer Mensch in der Höhe, das sind alle im Himmel. Ich suche jetzt so einen Intellektuellen, irgendwas Kritisches, wo ich ein bisschen Anspruch hätte. Was sind Sie vom Beruf? Und ich sage, sag ich, nein, ich bin da auch nichts für Sie, ich bin kein FZ-Mechaniker. In dem Moment faucht der Teufel Schwefel, dann fast den Nüstern. Kriegt Augen wie Kohlen. Und sagt zu mir, Peperl, tu mir keinen Schmäh dazu, in so einem Sand bin ich auch wieder nicht. Du bleibst jetzt da und jeden Tag erzählst du mir angefeiten Witze wie die katholische Kirche. Ich sag, nein, sag ich, um Gottes Willen, das ist ein Irrtum. Diese Witze, die ich manchmal mache in meinen Programmen über Gott oder Religion oder so, das ist bei mir letztlich der Ausdruck einer verzweifelten Gottsuche. Verstehst du? Ich kaufe. Und der Teufel sagt, Peperl, wünschst du das nicht? Das sind arme Hunde da drum. Da an der hasere Stimme vom Singen und Loben. Chronische Bindehautentzündung vom Anblick Gottes. Flügel statt Eier, vergiss es. Ich hab gesagt, naja, wenigstens Flügel. Und dann habe ich gesagt, Luzi, jetzt sag mal, so unter Intellektuellen, jetzt so ein kleiner Pakt, ha? Okay, Luzi. Ah, was? Okay. Okay, Luzi, komm. Ein Pakterl, ha? Sehr ein bisschen sportlich. Und wir haben dann wirklich einen Pakt geschlossen, der Teufel und ich. Ich werde künstlerisch total erfolgreich sein und ganz viel Preise gewinnen. Verdiene trotzdem ganz viel Geld. Und krieg ganz normale Hoden. Und dann habe ich gesagt, Moment, Luzi, bei dir ist immer hocken. Das weiß ich nur von den Sagen. Was muss ich tun dafür? Und der Teufel hat gesagt, ach Josef, du spielst mir Starscheißer Quadelspiel. Ich habe gesagt, was? Und ich habe es dann erklärt. Es ist ja so, beim Starscheißer Quadelspiel hat man in dem Moment verloren, wo man sagt, wer? Ja, weil dann sagt der andere drauf, der Starscheißer Karl, ha, 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 ha. Und der hat dann geschossen. In meinem Fall, mir holt der Teufel. Das klingt ein bisschen primitiv jetzt ganz, aber in Wirklichkeit ist das ein hochintellektuelles Spiel mit kreativen Entfaltungsmöglichkeiten. Ich sage Ihnen was, seit Jahren kommt der Teufel in verschiedensten Masken zu mir. Will mich legen. Ne? Vorige Woche war er als Zuschauer nach dem Kabarettprogramm da und sagt zu mir, boah, Herr Hader, der Dings, der andere Kollege da von Ihnen, der hat genau denselben Witz wie Sie im Programm. Ich sage, wirklich? In dem Moment kriegt der Zuschauer rote Augen und löst sich in Schwefeldampf auf. Oder der Teufel ruft mir an, ist Lukas, als ich da ritz. Und sagt zu mir, Servus Josef, das ist der Lukas. Ich sag, wie bitte? Oder der Teufel kommt als Teufel ohne Maske, besonders raffiniert. Ich sag, Servus Luzi, na, was ist mit dem Starscheißer-Kordl? Er sagt, Josef, stell dir vor, mich in Teufel hat der gestern geschossen, der Hundling, der. Ich sag, was nicht sagst? Also Sie merken schon, man muss irrsinnig aufpassen. Der Teufel war in der Hölle damals siegesicher, hat gesagt, Josef, in einer halben Stunde bist du bei mir, such dir gleich einen Platz auf der Sauna. Und ich schaue so und sehe ich ganz oben in den obersten Reihen, ganz verschwitzt, sitzen Hitler, Himmler, Stalin, Genghis Khan, Attila der Hunnenkönig, Reinhold Messner. Da schau her, ich gehe auf, ich sage, grüß Gott, der Messner. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie gestorben sind, was ist passiert? Sind sie bei einem Lichtbildervortrag mit dem Fuß umbegelt oder was war? Er hat gesagt, nein, ich wollte eine Erstbesteigung machen von der Hölle, jetzt lasst ihr mich nicht mehr hinaus. Ich hab gesagt, na, wollen Sie ein bisschen viel mit Louis Trenker beieinander, dass Sie noch so einen Dialekt aufgerissen haben da herum? Herr Messner, ich werde Sie da ausreißen.
Und ich gehe hin zum Teufel und sage, Luzi, entschuldige, der ganz dort oben hat gesagt, der fürchtet sich so vor dir. Der Teufel. Wer? Das war ein Teufel so peinlich. Weil das letzte Mal geschossen worden ist ja vor 2000 Jahren. Ja, beim letzten Abendmahl. Da war er als Kellner verkleidet dabei. Und der Jesus hat gesagt zu den Aposteln, Buschen, pass auf, jetzt schieße ich den Teufel. Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Der Teufel. Wer? Die Aposteln. Das ist der Scheißerkorl. Und der Teufel hat den Jesus damals 4 Kisten Bier zahlen müssen. Ich hab damals in der Höhe gesagt zum Teufel, Luzi, habe ich gesagt, ich hab dich geschossen, bleibt unter uns. Aber dafür darf ich den einen Typen dort ganz oben mitnehmen, der als einziger einen Anorak anhat, okay? Der Teufel hat gesagt, okay. Der Reinhold Messner hat vor dem Weg noch Spumpanalen gemacht, der wollte unbedingt noch ins Feuer hupfen. Da war er noch nicht. Wir haben ihn dann wieder ausgezogen. Und mitten in der Lavawand war ein Aufzug dir. Und die geht auf. Wir steigen ein. Ich bin drücken 5. Stock, damit es aufgeht. Reinhold Messner ist schneller und drückt Kellergeschoss. Da war er noch nicht. Wir fahren runter. Eine einsame Wüstenlandschaft. Vorne steht ein Känguru. Daneben ein amerikanischer Tourist. Und sagt zu mir, hey man, is this Grinzing? Und ich sage, nein, this is Australia. Australia ist 5. Stock. Er steckt ein, das Känguru steht ein, drin, weg sind's. Und wir sind allein in der australischen Wüste ohne Wasser. Ich schaue so mal dumm und sage, ja, ich sage, Reinhold, da schau her, am Horizont ist Autobahn. Gott sei Dank, wir sind gerettet. Er sagt, verflucht, da ist schwer gewesen. Und auf einmal macht der Reinhold Messner einen Kopfstand und singt La Paloma. Und ich sage, Reinhold, was ist jetzt? Und er sagt, ha, ich bin der erste Mensch in der australischen Wüste, der einen Kopfstand macht und Labaloma singt. Ich sage, aha, Reinhold, du kennst du Nasenbohren dabei, hm? Er sagt, ah, super Idee. Ich sage, Reinhold, wenn du im Hirn bist, schreib mir Ansichtskarten. Er sagt, große Dirken waren noch nie mein eigenen Hirn. Da muss ich hin. Und bohrt auf, hm? Und ich denke mir, es gibt's nicht das mit der ganzen Handschuhe in seiner Nase drin. Mit Unterarm, mit Oberarm, schlürft mit der zweiten Hand in seine Nase rein. Mit Oberkörper, mit den Füßen. Macht. Weg war er.